Für viele Night of the Proms-Fans sind die Proms natürlich ein festes Ritual in der Vorweihnachtszeit. Und Rituale spielen bei diesem Orchester, bei diesem Konzert eine riesengroße Rolle. Zum Beispiel der Walzer, wo die ganze Halle tanzt. Edward Elgars, Land of Hope and Glory, sowas wie die klassische Hymne der Nokia Night of the Proms. Und natürlich die Pop-Hymne. Music was my first love and it will be my last. Und spätestens, wenn John Miles mit diesem Lift in die Show fährt, dann ist für ganz viele Night of the Proms Fans eine Gänsehaut garantiert. So sieht das aus für John. Und da oben erwartet ihr uns schon. Ladies and Gentlemen, John Miles! John, hi. Hey, Mark. Good to see you. Good to see you. Cool. Yeah. After all those years, John, why is it still thrilling for you playing the Proms, playing that song, the hymn of the Proms? Because that's the way it was originally written and envisaged, and it's a great privilege to be able to play it with such an orchestra and such a choir, because if I had to pay for it, it would be different. Also, es ist natürlich genau für so ein Orchester, für so einen Chor geschrieben worden. Und der schöne Spruch, wenn er das alles bezahlen würde, dann würde das wahrscheinlich auch so nicht funktionieren. For many Proms fans, after all those years, it's that mixture of pop music, classical music, which is the most exciting thing about the Proms. Mm-hmm. How does your attitude to classical music has changed over the years? It hasn't changed. I've always been a fan of classical music from when I took music training at school. So, what is great fun is sometimes to be here in rehearsal and stand in the middle of the orchestra while they're playing. And I remember when I first recorded music, I actually stood in the middle of Abbey Road in the orchestra while they were playing it. So it's just goosebumps, you know. It's perfect. Also auch hier sind wir wieder bei der Gänsehaut. Natürlich, wenn man hier mitten im Herzen des Orchesters steht und Musik spielt, das ist was ganz Besonderes. Und das spürt er immer noch, auch nach vielen Jahren bei der Nokia Night of the Proms. John, please. Sit down and play the first part of music just for us. Okay. And don't ask me to sing. How does it go again? Okay, right. Meine Damen und Herren, John Miles und die Hymne der Nokia Night of the Proms. Music was my first love.